Jetzt gibt es ein Beispiel für eine Binomialverteilung, anhand dessen ich die Formel erklären will. Wir haben eine Tombola, wo 1000 Lose verkauft werden und jedes Los gewinnt mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Diese 30% werden schon mal wichtig werden. Und jetzt kommt die eigentliche Aufgabe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter 5 gekauften Losen genau 3 Gewinnlose sind. Die zwei Zahlen sind auch wichtig. 5 Lose kaufe ich, 3 davon sollen gewinnen. Und diese 1000 Lose sind nur zur Verwirrung hier, das könnten auch 1 Million Lose sein, ganz egal. Wichtig ist nur, ich kaufe 5 und 3 davon sollen gewinnen und die Wahrscheinlichkeit für ein Gewinnlos beträgt 30%. Gut, das kann ich mir als Baum aufzeichnen. Ja, dieser Baum ist kompliziert. Deswegen macht man das ja auch normalerweise nicht und verwendet lieber die Formel. Aber nur, dass man mal sieht, was da passiert. Ich habe 5 Lose. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe bei jedem Los, das ich kaufe, 2 Möglichkeiten. Ich gewinne oder ich gewinne nicht. Dieses kleine Häkchen heißt nicht gewinnen. Und egal wie mein erster Versuch ausgeht, egal ob ich gewonnen habe oder nicht gewonnen habe, ich habe beim zweiten Los wieder 2 Möglichkeiten. Ich kann gewinnen oder ich kann nicht gewinnen. Auch wenn ich beim ersten Mal nicht gewonnen habe, kann ich wieder gewinnen und nicht gewinnen. Und das geht so weiter. Damit das Ganze jetzt eine Binomialverteilung wird, müssen unbedingt zwei Möglichkeiten erfüllt sein. Nämlich, Nummer 1, es muss immer 2 verschiedene Versuchsausfälle geben. Also gewinnen, nicht gewinnen. Beim nächsten Mal wieder gewinnen, nicht gewinnen. Oder ja, nein. Oder angekreuzt, nicht angekreuzt. Oder rot, nicht rot. Also ich habe immer 2 Möglichkeiten, wie mein Versuch ausgehen kann. Und die zweite wichtige Eigenschaft, die Versuche sind völlig unabhängig voneinander. Das heißt, völlig egal, wie mein erster Versuch ausgeht, die Wahrscheinlichkeit für beide Möglichkeiten bleibt die ganze Zeit gleich. Ich habe es hier nur die ersten beiden Versuche hingeschrieben. Ja, da unten müsste ich auch überall 0,3, 0,7, 0,3, 0,7. Weil die Gewinnwahrscheinlichkeit für ein Los ist 30%, das heißt, zu 70% gewinne ich nicht. Ja, und jetzt möchte ich 3-mal gewinnen. Was gleichbedeutend ist damit, dass ich 2-mal verlieren muss. Und was heißt gewinnen? Gewinnen heißt, dass ich hier nach links gehe. Verlieren heißt, dass ich nach rechts gehe. Und das bedeutet, ich brauche jetzt hier alle möglichen Pfade von ganz oben bis hier ganz nach unten, wo ich 3-mal nach links und 2-mal nach rechts gehe. Weil genau dann habe ich 3-mal gewonnen. Ja, und die Wahrscheinlichkeit entlang von so einem Pfad rechnet man sicher durch eine Multiplikation aus. Also ich multipliziere alle Zahlen, denen ich auf meinem Weg begegne. Naja, und wenn ich jetzt 3-mal nach links und 2-mal nach rechts gehe, bedeutet das, ich muss insgesamt 3-mal mit 0,3 multiplizieren, weil ich ja 3-mal gewinnen will. Und 2-mal mit 0,7, weil ich 2-mal eben nichts gewinne bei meinem Los. Und die Reihenfolge hier ist egal. Aber wir wissen ja schon, dass bei einer Multiplikation das Vertauschungsgesetz gilt. Also ich kann zuerst die 0,3 nach vorsortieren und dann habe ich hinten halt die 0,7. Und das Einzige, was ich mir jetzt noch überlegen muss, wie viele möglichen Wege gibt es von hier oben bis hier unten, wo ich 3-mal nach links und 2-mal nach rechts gehe. Weil da stehen ja dann unten hier diese Gesamtwahrscheinlichkeiten, die ich durch dieses Produkt hier bekomme, durch diese Multiplikation. Und die muss ich am Schluss, das ist die zweite Pfadregel, addieren. Also alle möglichen Ergebnisse, die hier unten auftreten, das sind eben die, 3-mal links, 2-mal rechts, muss ich am Schluss addieren. Und da ja diese Wahrscheinlichkeiten, die unten hier als Ergebnis erscheinen, immer gleich groß sind, weil ich habe immer 0,3, 0,3, 0,3, 0,7, 0,7, egal in welcher Reihenfolge, kann ich sie auch einfach multiplizieren mit der Anzahl, wie oft das vorkommt. Ja, aber wie oft kann ich denn von 5-mal 3-mal nach links gehen? Das ist ja genau gleichbedeutend damit, dass ich so 5 Süßigkeiten habe und suche mir 3 davon aus. Und das wissen wir jetzt schon. Das ist ja nichts anderes als 5 über 3. Ja, mit der Formel, die da im vorigen Video steht. 5 über 3 mal diesem hier. Naja, und das kann ich auch noch etwas kürzer aufschreiben. Das ist 5 über 3 mal 0,3 hoch 3 mal 0,7 hoch
2. Und das ist jetzt die Formel für die Binomialverteilung. Um das ganze Beispiel jetzt allgemein zu machen, also nicht mit 5 und 3, sondern ich nenne halt jetzt die Anzahl, wie oft ich den Versuch durchführe, n, und die Anzahl, wie oft von diesen n mal was Besonderes passieren soll, also in dem Fall, ich möchte gewinnen, k, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas genau k mal passiert, da schreibt man so auf, die Wahrscheinlichkeit für x ist gleich k, rechne ich ja aus, na gut, wie viele Möglichkeiten habe ich nochmal? Ich habe n über k Möglichkeiten, dass ich hier einen Weg aussuchen kann, einen Pfad von oben nach unten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, nenne ich klein p wie Probability. Ja, das ist hier mein 0,3 gewesen. Diese Wahrscheinlichkeit soll dreimal auftreten. Ich möchte dreimal gewinnen. Bei mir ist das k. Also ich möchte hier allgemein k mal gewinnen. Naja, und dann bleibt mir noch über, dass ich mit der Gegenwahrscheinlichkeit, ja, also 1 minus 0,3, ich habe das immer q genannt. Also ich nenne sozusagen die Wahrscheinlichkeit p und das Gegenteil davon q. Also q. Und jetzt muss ich die Anzahl der Möglichkeiten nehmen, die noch überbleiben. Das heißt, 5 mal kaufe ich ein Los, 3 mal soll ich gewinnen. Also es bleiben 2 über, das heißt 5 minus 3 oder hier in dem Fall n minus k. Und das hier ist die Formel für die Binomialverteilung, mit der man sich das Ganze sozusagen händisch am Taschenrechner ausrechnen kann.